Internationale Sicherheitsbehörde, Sachlage, Entführung, 311 Länder und wurden in Spanien, Costa Brava, festgehalten, wären beinahe ermordet worden. Ich muss sagen, dass ich noch einiges noch rausgefunden habe mit den Jahren danach. Die Leibwächter von Herrn Steinemeier und von einigen Übersetzern, ja, Arabisch auf Berberisch, sag ich mal so, die gehören auch zu den Entführern. Diese Frau, die in der Türkei im Lunchbox, die Besitzerin, die ist auch Marokkanerin, glaube ich, Araberin. Sie hat hier am Hinterkopf die marokkanische Fahne tätowiert, schon seit 94. Und damals hat sich ja, wo ich den König, einige Könige gerettet hatte in Spanien, habe ich dann gesagt, hier ist Tätowierung erlaubt und so. Und die haben dann gesagt, nein, wir sind Moslems, nicht erlaubt und so. Und da hat man die halt aufgefunden, ne, über die Tätowierung. Die hat zu mir gesagt, dass sie auch entführt wäre, aber mit den Mazedoniern zusammen entführt gewesen wäre. Ihre Tante ist mit Adem Akova zusammen. Also muss man so überlegen, dass doch Mazedonien doch die arabischen Polizisten angelogen haben, ne? Diese Adem Akova, würde ich sagen. Weil ja die Übersetzerin Berberisch auf internationale Sprache, Arabisch, die Personenkreis mir auch gesagt hatte, dass sie mich belohnen wird, weil ich sie gerettet habe von den Entführern. Okay, ich muss sagen, sie war mit ihrer Tochter dort. Ob jetzt ihre Tochter entführt war oder nicht, das kann ich jetzt so nicht ganz eindeutig sagen. Aber die Sachlage ist doch letztendlich so, dass diese Frau mit Eva Müller polnisch-deutsch auch zu tun hat, ne? Da ich ja die Müller-Familie dort erwischt habe in Spanien, ne? Die haben dann polnische Militär übernommen. Und wahrscheinlich auch das polnische Militär angelogen, ne? Wie die Bundeswehr und die Securities von der Regierung haben dann ihre eigenen Leute angelogen, ne? Eigene Regierung. Und weil es ihre Kollegen waren, also Mitarbeiter, hat die Regierung dann denen das geglaubt, ne? Deswegen gibt es Probleme und die Reichsbürger gehören genau auch zu diesem Personenkreis, die dort in Spanien die Entführer sind, ne? Da gibt es einige, die doch letztendlich mit der Bundeswehr dann am Ende sozusagen, nachdem sie ihren verlogenen Plan durchzogen haben, wahrscheinlich ist es jetzt, ne? Wollen die dann sozusagen, die werden dann beschuldigt, ja, sie waren, sie wollten das und das machen und so. Dann werden die natürlich, dann geht die Bundeswehr zu denen, die damalige Bundeswehr, die mit der RAF und mit den Reichsbürgern und den kompletten Übersetzern, den Securities-Leuten, Regierungssecurities, die Leute entführt hatten und Aufputsch machen wollten. Die wollten dann komplett gegen meine Familie Angaben machen, dass ich und meine komplette Familie ich in Spanien wäre und die Leute entführt hätte, ne? Und sie dort fast umgebracht hätte. Wahrscheinlich ist das jetzt die Zeit, ne? Deswegen haben sie auch die Leute, so also Personenkreis in meine Familienkreis reingemacht.
verheiraten lassen und so. Damit aber die Personen, meinen Familienmitgliedern, die geklauten Dollars und Heiligtümer und so gibt und damit die das dann verkaufen. Ne? Die sagen so, ich habe ja schon rausgefunden, was die sagen. Das sind Dollar-Millionäre und die wollen, die haben in Amerika Geschäfte und die wollen keine Steuern bezahlen, so viele Steuern. Deswegen wechselt mal das Geld, change mal das Geld. Wenn du mir zum Beispiel 100.000 Euro gibst, dann gebe ich dir 120.000 Dollar oder so, ne? Oder 20.000 Dollar ist dann direkt Schnapp, so mäßig, ne? Und so haben sie dann die Leute erworben, ne? Ähnlich wie die Hausverwaltung Gauma. Die gehören ja auch zu den Entführern. Wie gesagt, die wollten da selber Straftaten selber in Auftrag geben und dann so tun. Ich habe mir den Tigerpalast, ich sag mal die Wahrheit. Staatsanwaltschaft hat zu mir gesagt, es läuft eine Strafanzeige gegen sie. Ne? Ich wäre in der Psychiatrie, ich wäre von der Psychiatrie abgehauen. Danach, die Psychiatrie-Sache hatte ich eigentlich niemandem erzählt. Ne? Das ist ja von die Psychiatrie, wer von der Psychiatrie abgehauen ist und in die Luft gejagt hat, ist ja Frau Sandli, ne? Die bei der Deutschen Mieterbund arbeitet. In der Kleiner Landstraße und die Schmidt mit DT, die Richterin beim Landessozialgericht Darmstadt, ne? Die sind von der Psychiatrie abgehauen. Und die Heinrich Gauma Verwaltung, da diese Personenkreis, die dort arbeiten. Ich habe, die Edita Ratzek hat mir ja Antiquitäten angeboten, ne? Was vom Vatikan geklaut worden sind. Dass ich die verkaufen soll. Dass ich die zu Zsigmaringen zu bringen soll, ne? Nach Wiesbaden. Mit der Höflicher zusammen. Mit der Silke Hüttigs, Staatsanwaltsgehilfin. Das war kurz so 95 März ungefähr. Februar, März. Der hat gesagt, der hat Antiquitäten und so. Und daraufhin hat er dann gesagt, ich war mal wegen Mietzahlung beim Hausverwaltung, ne, damals. Und dort hat sie dann gefragt, die Hausverwaltung, habt ihr Wohnungen und so zum Verkaufen? Sie kennt sehr viele amerikanische Geschäftsleute und die bezahlen aber nur in Dollar. Ne? Und die haben dann gesagt, ja, ist kein Thema, die haben Leute. Und dann haben sie ungefähr, sagen wir mal, Wohnung kostet 300.000 Mark, die haben 400.000 Dollar gegeben oder 350.000 Dollar. Ne? Und so haben die sich dann so kennengelernt mit der Hausverwaltung. Und einige sind auch dort eingestellt worden und haben den Sitz gekauft, wie zum Beispiel die Virologie Baunatal gegenüber vom Hausverwaltung Gauma ist. Sportstudio, das gehört dem Virologen aus Baunatal, ne? Diese Mannsweib-Gesicht. Und die haben dann das komplett dort gekauft und so. Ne? Da sind auch unzählige Polizisten, die zu den Reichsbürgern gehören und zu den Entführern von 94. Und wie man beweisbar sehen kann, ne? Die wollten wieder einen Aufputsch machen gegen die Regierung. Die haben schon damals 94 gesagt, die Entführer, wo die unter sich geredet haben, dass sie die umbringen müssen. Ne? Sonst Beweise vernichten hin und her. Und die Regierung hat mir das nicht geglaubt. Ne? Ich habe gesagt, hier, eure eigenen Leute wollen euch umbringen und so. Und die sind dann hingegangen und haben ihren eigenen Leuten geglaubt und die haben denen erzählt, dass ich sie entführt hätte und so. Ne? Worauf ich darauf hinaus will, ist, ich habe auch mit dem Tigerpalast gesprochen. Ne? Ich habe gesagt, hier, was, ich habe gehört, ihr habt gegen mich Falschaussage gemacht und so. Und dann haben die gesagt, nee, wir haben doch gar nichts mit dir zu tun, was geht uns das an und so hin und her. Und dann hat sie, dann haben die gesagt, das ist Kerstin und deine Ex-Freundin da, die Edita und Kerstin, die da mit dir rummachen, die haben dich angezeigt und so.
Verstehst du, eure eigenen Leute haben schon über euch Angaben gemacht, ne? Und dann, dass ich auch in Jakob Blue gehen sollte, zu Johnny Klinkes Mittätern, zum Beispiel Neslihan Soyhan oder Firat Muslu, ne? Und diese Türkisch Bank, Bankiers, Kassiererin, die dort arbeitet, wo ich YouTube verteilt habe, die hat von den ganzen Leuten das Geld ungefähr, ne? Sag ich mal so. Die Frau bei der türkischen Bank in der Türkei, die hat wahrscheinlich das Geld von den ganzen deutschen Leuten, ne? Damit die sich nicht verpfeifen. Und von den Türken in der Türkei lebenden Leuten, von den Kurden und so, haben in Deutschland die Kasse irgendeiner auf der Bank. Auf der Sparkasse, auf der Zeil, da sind auch Entführer. Da sind auch Personen, die ich in Spanien erwischt habe. Ne? Deswegen machen die wahrscheinlich da mit den Girokarten irgendwas. Und bei der Postbank sind ja auch unzählige, ne? Auf der Zeil. Auf der Hauptwache sind einige. Und die machen halt da mit diesen technischen GPRS Scheiß. Ne? Und letztendlich ist das so, deren Plan war es ja, meine Familie das geklaute Sachen anzudrehen, damit die dann einen auf Polizei machen und angeblich gegen die ermitteln würden. Ne? Doch jetzt ist der Plan von denen kaputt gegangen. Jetzt muss ich natürlich die fehlenden Bausätze zusammenführen, weil doch letztendlich ich ja schon öffentlich gemacht habe und gesagt habe, über das Geld, über die, was ihr verkauft habt oder Geld heiligtümermäßig, ihr wusstet ja nicht, was das ist. Ne? So, wenn die Polizei euch fragt, dann müsst ihr einfach sagen, wer euch das gegeben hat. Weil die haben erzählt, dass sie das in der Mine gefunden hätten. Die ganzen Juwelen und so. Und die Hälfte, was man findet, gehört dem Staat und die Hälfte gehört denen, aber oder ein Drittel gehört denen. Aber die wollen halt dem Staat kein Geld geben. Das ist eine Lüge gewesen, was die denen wahrscheinlich erzählt haben, weil der Vatikan ist auf dem Minenfeld gebaut worden und die haben es vom Vatikan geklaut, ne? Sag ich mal so. Und die Dollars, auf den Dollars steht ja nicht drauf, dass die geklaut sind. Ne? Die müssen dann halt Angaben machen, wer denen die Dollars gegeben hat. Worauf ich zurück will, wo ich dann in der Türkei war, ne, hat die Polizei mich dann gerufen, hat gesagt, du gehst in die Psychiatrie, du musst von der Psychiatrie abhauen und so. Und da ich, da normalerweise, ich ja weiß, Schanli und Schmidt, ne, waren in der Psychiatrie und die haben auch zu mir gesagt, du gehst in die Psychiatrie und du bist von der Psychiatrie abgehauen. Sandy hat bezahlt und so haben die gesagt. Daraufhin habe ich gesagt, wer ist Sandy und so. Dann habe ich so rausgefunden, wer Sandy ist. Sandy macht mit Besim Örgürim Lügerei, ne? Diese Adana Muschi. Und genau sind es doch letztendlich die Leute, die doch, die ich erwischt habe in Spanien. Ne? Und ja, so vorgetäuschte Straftaten, ne? Die planen selber das, ne? Die machen selber Verarschung. Die planen irgendwas, machen Verarschung. Danach gehen sie hin und lügen dann mit den eigenen Leuten. Ne? Die erschweren mir mein Leben sozusagen. Ne? Dasselbe ist, die erzählen die ganze Zeit, dass ich jährlich meine Miete bekommen würde. Ne? Ich soll Miete bezahlen jeden Monat und am Ende des Jahres kriege ich, was ich bezahlt habe, zurück. Ne? Eine Lüge. Sowas gibt es nicht. Ne? Verarschung. Aber ich will jetzt so überlegen. Vielleicht nimmt es auch irgendjemand und sagt mir das nicht. Das kann auch sein. Ich habe ja erfahren, dass, glaube ich, entweder Kadir Şeker oder Songül Şeker, einer von den beiden, damit was zu tun haben soll. Ne? Aber die erzählen es ja nicht.
Und dann kommen sie dann an und sagen, wenn du das erzählst, dann erzählen wir das.